Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe ja schon seit längerer Zeit immer mal wieder gesagt, ich möchte hier die Meeresfestung noch haben bei unserer Altstadt. Und jetzt habe ich dran gedacht und jetzt werden wir die auch mal bauen. Gefällt mir das so? Ich glaube irgendwie nicht. Da ist unsere Fährlinie. Da passt es nicht. Und nach da ist die Stadt schon wieder modern. Vielleicht können wir es auf die andere Seite bauen. Aber da ist ja eigentlich nichts los, oder? Was man natürlich machen könnte, ist... Moment. So, dann müsste man davor die wieder wegreißen. Nee, weg. Weg, habe ich gesagt. So. Und dann machen wir da einfach einen Weg vor. Wenn es passt. Ich hoffe es natürlich jetzt. Ja, passt. Wunderbar. Und dann war das früher hier die Einfahrt in unsere Stadt, beziehungsweise eine Art Zollstelle. Es war sehr breit hier. Aber da, von da wurde überwacht, wer hier so alles zur Stadt kam und wer nicht. Und ich glaube, das gefällt mir dann besser, das hier vorne zu machen. Das wurde alles hier schon mal neu gebaut. Und dann finde ich das passender hier als hier hinten. Oder? Wie seht ihr das? Ja, gefällt mir da deutlich besser. So, wir können mal hier hinten schauen. Ja, zwei Arbeitskräfte hier fehlen. Wir können ja ein paar Gebäude mal bauen, wobei... doch, außen drumherum kann das ruhig passieren. So... Da müssen wir schauen, wie wir das da füllen wollen. Ich würde es gerne mit ganz kleinen Straßen machen. Und ehrlich gesagt auch nicht so, dass es komplett dicht bebaut ist. Den kann man vielleicht gerade machen. Irgendwie so. Und dann gehen wir gerade hier hinten rüber. Schließen das da an und dann lässt sich das vielleicht auch noch mit einer Einbahnstraße irgendwie füllen. So ein leichter Knick, fast gerade, aber ja. So, und dann würde ich sagen, das gehört noch zum Mittelring. Da entstehen dann noch... Ne, Moment. Nein, Moment. Gewerbe und Büros. Und hier rum dann halt hauptsächlich Wohngebiete. So.
dann brauchen wir ein Krematorium. Wobei, das können wir erstmal hier mit hinbauen. Nee, da ist ganz schlecht. Die müssen ja wenden. So. Und die versorgen erstmal das hier hinten mit. Wie sieht das aus mit Fernlegern? Wir könnten hier einbauen. Dann könnte hier noch einer hin. Oder da. Hier. Und dann bis hier hinten. Aber nutzen die das, ist halt die Frage. Das ist halt eine sehr lange Strecke. Man könnte es ausprobieren, oder? Oder machen wir hier einen hin? Für die Stadt. Das ist unser Strand, ne? Das finde ich dann doof. Also ich glaube nicht, dass sie von hier hinten fahren würden. Aber ja, eventuell von hier. Dann machen wir aber einen großen Anleger. So. Warum macht er das jetzt nicht so, wie ich es möchte? Ich verstehe es manchmal nicht so genau. Und dann machen wir den hier wahrscheinlich, genau, dann machen wir den quer hier rüber. Jetzt passt es. So. So, wo müssen wir hin? Weit. So. Und dann machen wir eine extra Linie, die einmal die beiden hier miteinander verbindet erstmal. Und dann schauen wir einfach mal. So, damit werden die neuen Fähren eingereiht, hoffe ich. Scheinbar aber nicht. Hä?
doch wieder die falsche. Warum zum Teufel funktioniert es jetzt nicht? Jetzt. Da kommen die Fähren. Das macht gar keinen Sinn, die jetzt umzufärben. Doch unten der Rumpf ist jetzt rot. Bei denen dürften die blau sein, ne? Ne, auch rot. Okay, dann sind die halt eh alle einfarbig. Dann ist der Hafen jetzt schon mal zum Umsteigen wahrscheinlich gedacht. Bin ich mal gespannt, ob da überhaupt Leute mitfahren. So. Wir müssen das hier so ein bisschen ausgeglichen machen. Den Bereich würde ich gerne füllen. Hier so. Krankenhaus hatten wir, ne? Nee, hatten wir nicht. Ein Arzt. So. Genau. Ja, da fehlen überall Arbeitskräfte, ist logisch. Aber die haben ja jetzt viele freie Wohnflächen noch, die bebaut werden können. Von daher hoffe ich mal, dass sie das machen. Und das dann auch funktioniert. So. Oh ja. Da sind schon Leute drauf auf der Fähre. Das heißt, das wird auf jeden Fall genutzt. Dann ist die Frage, ob wir das eventuell tatsächlich ausbauen wollen. Da stehen ja auch schon ein paar Leute. Drei Stück, ne? Drei Leute, die das nutzen wollen, das Angebot. Dann ist natürlich die Frage jetzt, inwieweit wollen wir das ausbauen, das Angebot? Hier hinten hin. Weil das eben auch ein sehr langer Weg ist und die ja eigentlich ganz gut so angeschlossen sind. Deswegen könnte ich mir vorstellen, weil wir hier außen erst drumherum müssten, dass die hier in der Stadt lieber mit U-Bahn und Bussen zum Bahnhof fahren. Mit dem Bus hierhin und dann mit der Fähre. Das ist sowieso das, was ich da vermute. Aber wir müssen das jetzt sowieso erstmal laufen lassen, bis die sich hier alle gut verteilt haben über die Strecke. Das wird jetzt einige Zeit brauchen. Wir schauen nochmal in unserem Industriegebiet vorbei, was wir jetzt noch benötigen, um aufzusteigen. Die Rohstoffeinheiten haben wir um Längen überschritten. Uns fehlen einige Arbeiter. Können wir mal gucken, was uns fehlt. Erdöl. Plastik haben wir genug. Das heißt aber, wir können das nochmal auf 130 setzen. Müssen aber dann mehr Erdöl produzieren. Hier. Ah, nochmal zwei neue Fabriken. Und hoffen dann, dass die Arbeitszahlen steigen. Sollten sie eigentlich.
sodass wir dann da bald in die nächste Stufe aufsteigen. Genau. Wunderbar. Gut. So. Dann schauen wir hier hinten ein bisschen vorbei. Hier ist ja nicht ganz so viel los, aber dennoch die Fähren im Hintergrund, das kleine Inselstädtchen, was hier entsteht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da, damit ich das sehe. Und dann bedanke ich mich natürlich noch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und sage tschüss, euer Kevin Zock. Bye, bye.